So, diesmal geht's weiter mit der Star World. Ja. Okay, Yoshi war jetzt hier schon mal komplett sinnlos. Wobei, nein, war er nicht. Ist das jetzt alles hier in dem Level? Hier ist eine Feder. Zack. Den Stern nehme ich gerne. Ich weiß jetzt irgendwie nicht, was an dem Level so krass sein soll. Mal runter. War's das? Naja. Ja, aber es gibt hier in jedem Level ein Secret Exit. Beziehungsweise ein Schlüsselloch-Exit. Aber die normalen Exits muss ich halt auch finden. Deswegen. So, ich habe jetzt Luigi geholt. Mit der das Secret Exit machen kann. Das soll irgendwo hier drüben sein. Folge einfach mal dem Weg. Ja, und da ist es. Ja gut. So. Ach, ein Unterwasserlevel. Das Level kann ich auch noch von irgendwo. Ja doch, das kommt mir noch sehr bekannt vor. Auch wenn ich jetzt nicht sehr viele Fische erwische. Das ist sogar reimt. Hier müssen Pilz drin. Pilz. Stern drin sein, aber ich habe zu lange gebraucht. Solange ich Yoshi dabei habe, sollte das Level machbar sein. Weil der halt mein Schutz ist. Das ist hier unten. Sieht mir jetzt nach Secret Exit aus. Das war jetzt auch nicht so schwierig zu finden. Das habe ich jetzt nicht mal nachgeguckt. Das wollte ich eigentlich erst danach holen. Aber wenn es jetzt schon so auf dem Weg liegt. Jetzt mache ich das Level nochmal mit Luigi. Okay, mit Luigi habe ich mir gleich mal um die 20 Leben gefarmt. Okay, das warte ich mal ab. Ach, Junge. Ja, der größte Fail des Jahrtausends. Nein. Ich wollte eigentlich das machen, genau. So. Welt 3? Ach, das war das. Soweit ich weiß, ja, das Ziel war gleich hier. Okay, ich weiß, wie ich das Secret Exit machen muss. Nein, da ist Yoshi. Ja, aber ich kriege ihn sowieso im Level wieder. Wobei, nein, ich mach's ja sowieso mit Luigi. Zack. Nein. Der Schlüssel ist auf der anderen Seite. Zack. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich den P-Switch gebraucht habe, aber ich glaube mal. Schon, dass er wichtig war für das Exit. So.
So, Star Wars 4. Ich mache wieder zuerst das normale Exit. Ach man. So war das nicht geplant. Blaue Koopas. Den roten nehme ich mal mit. Ist hier was drin? Eine Feder. Ja komm, kannst du behalten. Okay. Ich dachte schon, ich springe jetzt in den Tod. Da habe ich leider den falschen erwischt. Nein, das... Ach ne, der respawnt nicht. Also. Genau sowas geplant. Jetzt noch so mitnehmen, perfekt. Okay, steht jetzt vielleicht sogar hier das Secret Exit vermutet, aber dort ist es nicht. Zack. Zack. Nein. What the hell? Alles klar. Dort ist einfach das Secret Exit. Warum finde ich sowas immer? Ich habe bisher alle Secret Exits selbst gefunden, außer das erste. Oder außer dem ersten. Das zweite kannte ich zwar schon. Deswegen zählt das jetzt nicht unbedingt. Ach nee, das dritte kann ich schon. Aber trotzdem ziemlich krass. Wo war das jetzt? Hier war es glaube ich nicht. Mit Yoshi ist es natürlich ein Stück einfacher. Bin ich jetzt dran vorbei? Nee. Nee, noch nicht. Ach, hier kann ich einfach runter. Ah, verstehe. Ich hätte von Yoshi absteigen sollen, oder? Ach Junge, nicht dein Ernst. Ach, hier kriege ich Panzer, gut. Junge. Ja, wobei... Ich weiß nicht, ob man es gerade gehört hat, es war mein Wecker. Ich kann jetzt nicht rennen, leider. Easy. Und das wäre auch geschafft. Es war noch nicht komplett. Vielleicht noch das normale Exit machen muss, aber... Ja, dann mache ich das gleich. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um an das Exit zu kommen. Kann ich mit dem unendlich lang fliegen? Nein, kann ich nicht. Ist hier unten eine Absicherung? Nöp. Nöp, da ist keine Absicherung. Pass ich lieber auf. Easy.
So, das Exit wird dann auch geschafft. Jetzt fehlt nur noch das. Gucke ich mir das Ganze mal an. Lol. Das ist mal etwas schwieriger. Jetzt habe ich den Scheiß aktiviert. Ja, das kann ich komplett vergessen. Ich denn jetzt hin? Hä? Ach, ich verstehe es. Ich hole mir aber kurz das Cape. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich muss nach rechts, also spuckt Yoshi immer, auch wenn man steht? Ja. Och, Junge. Ich mache jetzt mal zuerst das normale Exit. Weil das Secret Exit zu schwierig ist. Kann man mit Yoshi nicht auf den drauf. Yep. Zack, zack, zack. Ach ne, ich dachte, der Rote springt gleich runter, aber das machen die Roten ja überhaupt nicht. Ach Mist. Wäre es so schön gewesen, wenn ich dann noch ein paar Punkte rausgeholt hätte. Ich hoffe mal, ich habe das Exit überhaupt richtig verstanden. Es ist irgendwie ziemlich kompliziert ist. Es gibt auch mehrere Wege, die man dazu nehmen kann. Weil es halt so kompliziert ist. Ich habe diesen Weg gesehen. Jemand hat, glaube ich, den Switch sofort gedrückt. Dann das so darüber geschoben. Dann hat er Anlauf genommen. Und ist hier rüber geflogen. So, und wie komme ich da jetzt hoch? Ich weiß, was ich mache. Ich springe auf den roten Koopa, dann springe ich von Yoshi ab. Ach Mist, es geht so dumm. Es geht so dumm. Junge. Ich habe auch noch eine andere Möglichkeit gesehen. Vielleicht geht die auch. Zack, 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 zack. Ja, das ist aber kein blauer Koopa. Der Typ hatte irgendwie einen blauen Koopa. Ja, ich kann jetzt hier nicht hoch. Das ist schon mal schlecht. Vielleicht komme ich von da hoch. Das könnte ich mal probieren. Mist. Ich muss von hier irgendwie Anlauf nehmen. Und dann fliegen. Nope, da komme ich nicht hoch.
probiere noch mal was. Hör auf. Nein, du sollst aufhören. Junge! Ich wollte nicht, dass er weiterfliegt. Naja, ich habe ja noch einen Versuch. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, mit von diesem Koopa da wegspringen. Holy shit, ich komme da nicht mehr hoch. Uff. Ich habe eine andere Idee. Ach, genau so. Ich weiß halt jetzt nicht, ob es da oben reingeht oder so. Okay, dann mache ich das so. So. Hier muss ich mich nicht ducken. Und Exit gefunden. Easy. Ach so. Das führt jetzt zur Star Road. Aber das ist die nächste Welt. Ich gehe jetzt noch speichern und dann bis zum nächsten Part.